Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein, Schmatzal, der Knack auf dem Postingstädtchen. Wie nochmal? So schön. Ich bin ja wieder in der Shopping-Session und ich habe einen Zettel von der Firma 3. Warum habe ich einen Zettel von der Firma 3? Weil ich vor dem 3-Shop stehe. Ja! Und ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt eine zweite SIM-Karte, dann kann ich endlich in meinen Samsung-Dings-Dibums und irgendwas auch eine SIM-Karte reingeben, weil ich ja immer Windows Phone wollte, ihr wisst. Und dann kann ich euch endlich Instagram-mäßig was posten. Und jetzt muss ich mit dieser Nummer 104 warten und hoffen, dass ich da jemals drankomme. Wenn es was wird, sage ich euch das nach. Bis gleich, bis später. Das Tolle ist, meine Kinder warten hier. Das ist sehr witzig, denn dahinter, die Dame, die da immer hin und her läuft, die tut das schon urlange. Und ja, und das obwohl Kunden warten. Das hätte es zu meiner Lehrzeit noch nicht gegeben. Ja, so ist das halt. So sind wir hier. Passt schon. Ja, ich bin schon wieder am Gehen, denn ob ihr es glaubt oder nicht, nach gefühlten 2 Stunden und in Wirklichkeit so ungefähr 25 Minuten war ich tatsächlich dann dran mit meiner Nummer. Muss ich dazu sagen, das war aber auch nur aus dem Grund, weil die Nummer 100 nicht da war und deshalb übersprungen wurde. Und offensichtlich waren 3 andere Nummern auch nicht da und wurden auch mal übersprungen. Ja, jedenfalls ist in diesem Telefon jetzt eine SIM-Karte. Glaubt mir aber nicht, wenn ich euch sage, dass das funktioniert. Denn das muss jetzt noch irgendwie registriert und aktiviert und herumdingstitiert werden. Und irgendwann werde ich dann die Serviceline anrufen und sagen, ich habe schon eine zweite SIM-Karte, bitte aktiviert mir die. Und dann werde ich hoffentlich auf Instagram was posten können. In diesem Sinne ist das echt kompliziert und ich bin echt sauer, dass man hier so ein Nummernsystem einführt. Da müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir nicht alle Nummern von diesen Anbietern zurückgeben. Da reden wir nochmal das mal drüber. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, sicher im Einblick.